Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar geht es um das Thema Field Target. Ich bin auf dem Schießplatz mit meiner Anschütz 9015-1. Montiert habe ich einen Hawk 10-50x60 Sidewinder Zielfernrohr und dazu habe ich einfach noch ein paar Produkte aus dem Hause AHG Anschütz dabei, die mich beim Field Target Schießen unterstützen. Das Video soll als Aufbauvideo zu sehen sein für das schon in meinem Kanal befindliche Field Target, eine Schießsportart, wird genauer erklärt. Ich will euch ein bisschen was über Sicherheit beim Schießen erzählen, sowie über die einzelnen verschiedenen Schusspositionen. Viel Spaß, Leute! So, ich habe euch jetzt gerade die Grundausstattung hier mal ein bisschen zurechtgelegt. Zum einen, ihr kennt es ja aus dem BDS-Regelwerk, eine Schießbrille, die Vorschrift ist. Dann haben wir hier das Sitzkissen bis maximal 7,5 cm Höhe inklusive Rückenlehne, darf das eben sein. Dann haben wir hier eine Transportbox, da würde ich euch auf jeden Fall irgendwas empfehlen, dass ihr euch dazulegt. Hier, das ist ganz praktisch mit Schaumstoff ausgestattet, dass ihr die Diabolos sicher zum Wettkampf hin dazu bringt. Und dann natürlich auch Vorschrift zwischen den Lanes ist es vorgeschrieben, entweder eine Sicherheitsfahne hier im Lauf stecken zu haben oder das Gewehr am besten noch in einem Futteral zu transportieren. Der Futteral bietet euch den großen Vorteil, dass der stark Schaumstoff gepolstert ist. Das heißt, ihr gebt eine ganze Menge Geld für euer Gewehr aus, dann ist es das auch wert, es ordentlich zu schützen. Das muss ja nicht mehr euer Verschulden sein. An den Lanes geht es oft sehr, sehr eng zu und dann ist man schnell mal irgendwo hängen geblieben. Von daher empfehle ich hier ein wirklich stark gepolstertes Futteral. Ein weiterer Vorteil ist, ihr habt hier noch zwei Taschen. In die hier lässt sich zum Beispiel das Scoreboard herrlich reinstecken, dass man es während dem Wettkampf dann eben transportieren kann oder diverse andere Kleinteile wie Diabolos oder Reinigungszubehör. Wer von euch einen Putzstock verwendet, hat auch die Möglichkeit, diesen hier einzuführen und eben mit beim Wettkampf mit zu transportieren. Beim Schießen in der Stehenposition unterstützt mich der Schießhandschuh. Auf der Handrückseite habe ich hier auf den Fingern eine gummierte Fläche. Wenn ich das Gewehr auflege auf diese Fläche, ist es somit vor Verrutschen geschützt. Für Schützen, die den Artilleriehold bevorzugen, hat auch die Handinnenseite eine gummierte Fläche. Auch hier schützt euch diese vor Verrutschen des Gewehrs. Ein weiterer Vorteil ist die verstellbare Vorderschaftauflage. Momentan habe ich die sehr flach gestellt. Dadurch habe ich die Möglichkeit, auch Ziele, die weiter unten liegen als der Schütze, sauber zu beschießen. Mittels diesem Schnellverschluss lässt sich sekundenschnell der Vorderschaft in der Höhe verstellen. Und somit wird es auch komfortabel, Ziele, die zum Beispiel in den Bäumen oder auf einem Berg sind, sauber zu beschießen. Die verstellbare Schaftbacke als auch die verstellbare Schaftkappe unterstützen mich dabei, wenn ich die einmal ordentlich eingestellt habe, dass ich immer wiederholt genau in meinen Anschlag gehen kann. Somit kann ich mich einfach nur auf den Schuss selbst konzentrieren. Kommen wir zu der sitzenden Schießposition. Hier ist es genauso wie im stehenden Anschlag wichtig, so viel Stabilität in den Körper reinzubringen, wie nur irgendwie möglich. Die Schießjacke unterstützt euch dabei. Ihr habt die Möglichkeit, euch einfach in den Sitz sacken zu lassen und die Jacke übernimmt die Stabilisierung des Oberkörpers. Ich lege das Gewehr hier auf meinem Ellbogen auf und dank dem Top-Grip-Belag, den ihr unten am Ellbogen seht, ist dieser auch verrutschfest auf dem Knie sicher gelagert. Danach gehe ich in den Anschlag und gebe den Schuss ab. In der knienden Position darf der Körper an nur drei Stellen den Boden berühren. Zum einen habt ihr das Standbein, ihr habt das Knie und den Fuß hinten zur Stabilisierung. Auf dem könnt ihr Platz nehmen. Dieser darf aber nicht seitlich abgewinkelt werden. Die Hand, die das Gewehr an der Vorderschaftauflage stützt, darf nicht auf dem Knie aufliegen. Hier empfiehlt sich natürlich auch ein Handschuh,
da es sonst bei großer Vergrößerung, wie in dem Fall hier 50-fach, sein kann, dass ihr den Pulsschlag eurer Hand im Zielfernrohr seht. Mein Hawk Sidewinder 10-50x60 verfügt über ED-Glas. Das ist ein spezielles Glas mit einem sehr geringen Streuwert, weshalb ein präzises Messen sehr gut möglich ist. Das Zielfernrohr ist dank seiner 50-fachen Vergrößerung für alle 5 Field-Target-Klassen sehr gut geeignet. Am Parallaxenrad links lässt sich die Entfernung exakt ermitteln. So, ihr habt jetzt die 3 Anschlagspositionen gesehen. Ich habe euch das Equip mal ein bisschen näher gebracht und alles mal ein bisschen detailreicher gezeigt. Ich bedanke mich für die Zeit, die ihr euch genommen habt, und vielen Dank fürs Zuschauen, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.